Dies ist ein auf Linoleum gedrucktes Porträt des surrealistischen französischen Dichters Robert Desnos mit dem Titel »Ich habe so intensiv von dir geträumt, um der Schatten zu sein, der immer wieder in deinem mit Sonne gesegnetem Leben auftaucht.« Das ist ein Ausschnitt aus einem seiner Gedichte. Desnos, der 1900 geboren wurde, starb 1945 in dem Todeslager Mauthausen. Der Druck aus dem Jahr 2016 ist ein Geschenk des Künstlers und Toleranzerziehers Akiva Kenny Segan. Der es der School of Modern Languages in Cardiff gegeben hat, für einen Vortrag, den er an der Universität in Cardiff an dieser School gehalten hat. Desnos war in Europa dafür bekannt, tausende von Radiowerbungen geschrieben zu haben, und er war ein Literatur-, Musik- und Kunstkritiker.